Die Karl-von-Ossietzky-Universität ist über die Stadtgrenzen Oldenburgs hinaus bekannt. Doch wissen die Studenten auch, wer er war, der Namensgeber Karl von Ossietzky. Das ist doch der Gründer von der Universität Oldenburg gewesen, oder? Ja, bin ich mir ziemlich sicher. Naja, das stimmt schon mal nicht. Mal sehen, wer hier von den Studenten seine Hausaufgaben gemacht hat. Karl von Ossietzky hatte was damit zu tun, dass im Nationalsozialismus und Ostfriesland. Schon besser, aber das muss noch genauer gehen. Ich weiß, dass er ein Kriegsgegner war. Der war Friedensnobelpreisträger, weil er in der Nazizeit davor gewarnt hat, dass Hitler eventuell auf den Krieg hinarbeiten würde. Den Friedensnobelpreis erhielt Karl von Ossietzky tatsächlich, obwohl ihm das NS-Regime nahegelegt hatte, den Preis nicht entgegenzunehmen. Diese Urkunde und der Nachlass von Ossietzky wird heute von der Universität Oldenburg verwaltet, die sich über 17 Jahre dafür eingesetzt hat, dass sie den Namen tragen darf. Der Gründungsausschuss hat sich damals für den Namen Karl von Ossietzky entschieden, um auch einen engagierten Namensträger der Universität zu geben, der eben diese bestimmte räumliche Nähe durch die KZ-Haft in Esterwegen auch zu Oldenburg hat. Esterwegen, ein Ort unweit von Oldenburg entfernt. Auch hier saß der Kriegsgegner und Journalist, der wegen Spionage und Verrat verurteilt wurde. Bekannte Freunde haben dann ab 1934 auch aus dem Exil heraus eine Kampagne für ihn organisiert, die zum Ziel hatte, ihm eben den Friedensnobelpreis zu verleihen, um ihn letztlich auch aus dieser Situation in den Lagern zu retten. Und die Kampagne, die klein angefangen hat, wurde größer und hatte dann letztlich Erfolg, sodass Ossietzky 1936 den Nobelpreis zuerkannt bekommen hat für das Jahr 1935 und damit auch der erste Nobelpreisträger war, der für sein Engagement unter diesen wirklich lebensbedrohlichen Bedingungen geehrt wurde. Nach seiner darauffolgenden KZ-Entlassung stand er weiter unter Arrest und starb in einem Berliner Krankenhaus an Tuberkulose. Eine weitere Ausstellung zu seinem 75. Todestag in der Bibliothek der Universität Oldenburg erinnert an sein Werk.